Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich den ganzen Tag mich nur von Influencer-Produkte ernähren. Es gibt einige Influencer da draußen, die ein eigenes Produkt am Start haben und dieses im Supermarkt verkaufen. Ich habe mir einige Produkte rausgesucht, die ich mir heute über den Tag verteilt gönnen werde. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Aber bevor wir anfangen können zu futtern, müssen wir das Ganze natürlich erstmal einkaufen. Und das werden wir zusammen tun. Der Rookie ist am Start. Moppy ist am Start. Let's go. Erste Station Rewe. Hier habe ich ein ganz bestimmtes Frühstück-Influencer-Produkt zurückliegen lassen. Ich habe ihn vorhin nämlich natürlich schon vorbereitet, habe gefühlt bei 100.000 Rewe-Märkten angerufen. Hallo? Und gefragt, ob die dieses Produkt im Sortiment haben. Alle Märkte meinten leider zu mir, nee, haben wir nicht. Bis auf dieser Rewe-Markt hier in Witten. Ich bin jetzt locker eine halbe Stunde hier hingefahren. Ach, das ist Tiefkühl? Ja. Okay. Hier haben wir das wunderbare Produkt von dieser netten Dame hier. Vielleicht kriege ich auch so einen knackigen Ass. Focusing on the booty. Wenn ich das esse. Das restliche Zeug kriege ich jetzt hoffentlich bei Kaufland. Das sieht doch schon mal gut aus. Komm, entspann dich und trink mal einen Tee. Sogar im Angebot, so lobe ich mir das. Wir haben sogar die neue Sorte am Start. Meerfrucht und Vanille. Hört sich crazy an. Die Robbies müssen natürlich auch mit. Supreme, Meersalz. Und das war's auch schon. Die anderen Sorten sind hier gar nicht am Start, Mann. Ui, Memo, was sehe ich denn hier? Der Ehrenbruder Hatar hat seinen Köftespieß hier am Start. Mit gar keinen Reden. Der wird natürlich auch eingepackt. Da bin ich mal extrem gespannt drauf. Die Falafel von Hatar werden natürlich auch eingepackt. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Welche Kapi-Pizza nehme ich? Boah, ich muss ehrlich sagen, Tsuju war schon extrem geil. Rindersalami habe ich nicht so gefeiert, deswegen fällt die weg. Thunfisch ist auch übertrieben geil. Ey, Mann, ich kann mich hier entscheiden zwischen Tsujuk und Thunfisch. Ich lasse diese polnische Münze jetzt entscheiden. Zahl ist Thunfisch und Kopf ist Tsujuk. Okay, dann nehmen wir Sucuk. Krass, ich habe gerade entdeckt, der Poldi vertickt sein. Kebabfleisch jetzt hier auch bei Kaufland. Das Filet der Straße. Jo, wird auch mitgenommen. Maschallah, das wird ein leckerer Tag. Ich habe für den kompletten Einkauf jetzt 28,47 Euro bezahlt. Der Rookie ist randvoll, wie ihr sehen könnt. Dann würde ich sagen, ab nach Hause zur Verköstigung. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Frühstück, denn ich habe so einen Kohldampf. Die Wampe ist sowas von am Knurren. Wenn ich euch jetzt die Uhrzeit zeige, fragt euch wahrscheinlich, was ist mit diesem Jungen los? Ist der bescheuert? Ja, ich bin bescheuert. Frühstück gibt es um 21.36 Uhr. Ich war einfach 100 Jahre für den kompletten Stuff jetzt hier unterwegs. Mein Frühstück fällt heute relativ gesund aus. Es gibt die Bio-Orgasm-Bowl von der lieben Pamela Reif. Hat stolze 4 Euro gekostet. Das ist echt eine Menge. Hier steht die Zubereitung drauf, was wir brauchen. Natürlich das Produkt. Eine Banane. Ein bisschen Kokosmilch. Da habe ich mich natürlich für die günstige Variante entschieden. Hat jetzt 1,20 Euro gekostet. Denn die Kokosmilch von der teuren Marke kostet einfach 2,80 Euro. Jetzt mal ernsthaft. Wer kauft sich eine Milch für 2,80 Euro? Das Ganze kommt jetzt schön in den Mixer. So sieht das Ganze aus wie eine Paste. Deckel hoch und... Also riechen tut es halt wie diese klassische Hipster-Smoothie-Bowl. Es ist halt 0,0% süß. Im Nachhinein schmeckt es irgendwie extrem komisch. Trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Was ist denn das? Beim besten Willen, wer sich das morgens reinzieht, der hat absolut keinen Geschmack. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, mittlerweile haben wir schon 23.16 Uhr. Und ich würde sagen, jetzt können wir weitermachen mit dem Mittagessen. Denn die Keulen brauchen Nährstoffe. So, Flex an der Stelle. Jetzt gibt es das wunderbare Filet der Straße von dem Ehrenbruder Lukas Podolski. Hat 3,80 Euro gekostet. Ist so tiefgefrorenes Dönerfleisch schon relativ teuer. Aber man muss hier bedenken, das Ganze ist Kalbsfleisch, frisch vom Spieß geschnitten, tiefgefroren, abgepackt. Woher ich das weiß, ich habe das schon mal in einem Video getestet. Hauen wir den Hobel mal hier an. Zack. Das hat von Hause aus halt so viel Fett, dass man gar kein Öl braucht zum Anbraten. Guck mal Leute, an sich reines Dönerfleisch zu essen ist ja relativ langweilig. Ich kann mir aus diesem Dönerfleisch jetzt hier einen Döner bauen. Ein Dürüm. Dönerteller. Wofür entscheide ich mich jetzt? Ich glaube für einen Dönerteller. Habe ich schon länger nicht mehr gegessen. Aber nicht mit Pommes, sondern mit Reis. Eine Sekunde weggeschaut und das Fleisch ist schon verdammt braun geworden. Hier muss man echt drauf achten, dass man regelmäßig den Schwenker macht. Wenn ihr das riechen könntet, dieses Dönerfleisch riecht sowas von köstlich. Wisst ihr, was an diesem Produkt auch mega praktisch ist? Wo das tiefgefrorene Dönerfleisch drin war, also in dieser Schale hier, kann man im Nachhinein sich einen Dönerteller drin bauen. Eis. Die Hälfte lang, bisschen klein machen. Dazu ordentlich was von dem knusprigen Dönerfleisch, aber nicht die kompletten 200 Gramm. Weil das gute Zeug hat auf 100 Gramm 24 Gramm Fett, das ist echt eine Menge. Das heißt, die ganze Packung 50 Gramm. Nicht förderlich, wenn man darauf achten möchte, dass man keinen Schwimmring bekommt. Bisschen Cocktail darf natürlich nicht fehlen. Langt. Und Tzatziki. Davon kann ruhig mehr drauf, denn Tzatziki geht immer. So, meine Freunde, das ist jetzt der fertige Lukas Podolski Döner-Teller. Schockgüsel. Geil. Schockgüsel. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so geiles, tiefgefrorenes Dönerfleisch gegessen. Dieses Dönerfleisch ist sogar besser als von dem einen oder anderen Dönermann, der sein Fleisch frisch verkauft. Jetzt ein bisschen mit Cocktail. Noch wilder. Ich möchte wirklich mal dieses Fleisch hier frisch essen. Der liebe Lukas Podolski hat ja den einen oder anderen Dönerladen eröffnet. Der bei mir am nächsten liegt, ist glaube ich in Düsseldorf. Falls ihr mal Interesse an so einem Video habt, dass ich dorthin fahre und Lukas Podolski Döner frisch teste, dann zerstört auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ich würde sagen, bei schlappen 4000 Daumen nach oben auf dem Video hier, fahre ich dorthin, teste das Ganze für euch. Also es liegt in euren Händen.
Wir haben mittlerweile 1.26 Uhr, die Couch ruft. Ich habe jetzt mega Bock, einen abzuchillen und dabei einen dezenten Film zu schauen. Ich habe mir natürlich auch schon einen rausgesucht. Pumping Iron von Arnold Schwarzenegger. Es ist Showtime. Und was passt perfekt zu einem Bodybuilding-Film? Richtig. Ein paar Snacks, nämlich die Rob's Chips. Einmal im Supreme-Geschmack. Habe ich tatsächlich noch nie probiert. Und einmal Meersalz habe ich schon mal probiert. Was ich gerade festgestellt habe, wo ich die Verpackung umgedreht habe, dass zu jedem Chips-Geschmack ein passendes Rezept für einen Dip hinten drauf steht. War ja ich übertrieben. Ich habe mir gedacht, werde den Guacamole-Dip nachmachen. Denn der andere Supreme-Dip. Junge, wie habe ich das denn jetzt ausgesprochen? Bubble. Ist mir zu aufwendig. Deswegen noch einmal abfixen in die Küche. Wir brauchen als Basis 60 Gramm Naturjoghurt. Also die Hälfte von dem Kollegen hier. Dann machen wir weiter mit einer halben Zwiebel. Ich habe mich jetzt für eine rote entschieden. Denn die roten mag ich einfach lieber. Da es ja ein Guacamole-Dip ist, kommt da jetzt eine ganze Avocado zu. Boah, die fühlt sich noch relativ hart an. Ich hoffe, die ist genießbar. Komm, mal machen. Junge. Habt ihr den Reflex gesehen? Wer ist Mike Tyson? Oh Mann. Es ist zu spät, es ist zu spät. Hierzu kommt eine halbe Zitrone. Ich habe keine halbe Zitrone, dafür aber eine halbe Limette. Ist ja quasi dasselbe. Eine Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer. Das Ganze schön einmal klein machen und verrühren. Und fertig ist der fertige Guacamole-Dip. Ich finde, der sieht sehr köstlich aus und ansprechend. Fahren wir hier einmal durch. Ui. Lecker. Alter. Leute, was passt der Dip? Wie die Faust aus? Schreibt es in die Kommentare. Boah, hier kann ich einen XXL-Chip erkennen. Schaut euch den Kollegen mal an. Wow. Mit der Geschmackssorte kann man meiner Meinung nach relativ schnell ins Fettnäpfchen greifen, weil wenn es einen Ticken zu sauer schmeckt, ist es meiner Meinung nach ungenießbar. Das habe ich schon mega oft bei so Knabberzeug gehabt, dass es einfach viel zu sauer war, wo ich mich dann gefragt habe, haben die Hersteller, bevor sie es hergestellt haben, das Ganze nicht probiert? Meiner Meinung nach ist hier der Geschmack aber optimal. Auch wenn ich sagen muss, dass es nicht mein Lieblingsgeschmack wird. Preis haben wir fast vergessen, man bezahlt pro Tüte 2 Euro. Ist schon relativ happig für eine Chips-Tüte, aber lohnt sich auf jeden Fall. Zweiter Tag. Guten Morgen, Freunde. Der Film war gestern einfach so spannend, dass ich einfach eingeschlafen bin. Aber es soll keine Ausrede dafür sein, dass ich das Video nicht weiterführen möchte. Wir haben ja gestern angefangen, um 21.30 Uhr zu essen. Das heißt, wir haben Zeit, bis heute 21.30 Uhr zu essen. Dann ist ja eine 24-Stunden-Challenge. Haben 20.42 Uhr. Der frühe Vogel mal wieder. Einige Influencer-Produkte stehen noch an, die wir gestern zusammen eingekauft haben. Die befinden sich in dem wunderschönen Kühler hier. Machen wir die Keule auf. Einmal die Capital Bra Sujuk Pizza. Die wird mit nach oben genommen. Die Falafelbällchen hier vom Ratar. Oder wie er sagen würde. Jokus. Dazu haue ich mir noch die Köftespieße in den Kopf. Und ab nach oben zur Zubereitung. Meine Fresse, du dummes Scheißteil. Ich glaube, den Bruder kann keiner mehr essen. Auf den Köftespießen steht ja drauf, dass man das Ganze auf dem Grill oder in der Pfanne zubereiten kann. Ich habe aber noch eine bessere Idee, wo ich denke, dass diese Spieße 1A drin werden. Nämlich in diesem wunderschönen Kontaktgrill hier von Prozis. Prozis hat gefühlt irgendwie alles am Start. Richtiger Ehrensponsor. Falls ihr auf der Suche seid nach netter Kleidung, Haushaltsgeräten, wunderbar schmackhaftes Eiweiß, Protein-Pancakes, kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Und vieles mehr. Dann schaut auf jeden Fall mal auf der Prozis-Seite vorbei. Mit dem Code Nico könnt ihr auf Ehrenbruderbasis 10% sparen und mich zusätzlich supporten. Kuss geht raus. So, Freunde, das sind die letzten zubereiteten Influencer-Produkte für heute. An sich riecht Sucuk ja schon relativ stark. Köftespieße auch. Aber diese Falafeln hier übertreffen einfach alles. Die ganze Bude riecht einfach nur nach Falafel. Ich würde sagen, mit den Kollegen starten wir auch direkt. Also so ein riesen Falafel-Freund bin ich ja nicht, da bin ich euch ehrlich. Die Packung hat 4 Euro gekostet. Ob das jetzt viel oder wenig ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie Falafeln gekauft habe. Schön knusprig. Haben schon einen geilen Taste. Schmecken auf jeden Fall nicht 0815. Dafür, dass ich kein riesen Falafel-Fan bin, muss sagen, kann ich mir für zwischendurch ganz geil vorstellen. Natürlich habe ich auch ein bisschen Hummus besorgt. So können wir die besagte Kombination Hummus, wie der ein oder andere sagen würde, und Falafel tasten. Zack, ist okay. Kommen wir rüber zu den Köftespießen. Also die Packung hat 5 Euro gekostet. Das heißt, pro Spieß unter 1 Euro, denn da sind 6 Stück drin. Der Preis ist vollkommen okay, finde ich. Bei 5 von denen ist so ein Holzspieß dran. Und dann gibt es den armen Bruder hier. Richtiger Außenseiter. Da ist einfach kein Spieß drin gewesen. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was der besagte Köftespieß vom Hatta kann. Da würde ich sagen, mit gar keinen Reden. Drin damit. Schmeckt halt wie so ein türkisches Shibakishi. Geil. Saftig. Schön gewürzt, aber nicht zu doll gewürzt. Das heißt, nicht zu salzig. Was man ja auch von solchen Grillprodukten kennt. Dezente Schärfe. Geil. Natürlich zu den Köftespießen darf rein. Allrand fehlen. Ah, köstlich. Dann kommen wir zu der Capital Bra Sucuk Pizza. Für 4 Euro schon eine relativ hochpreisige Tiefkühlpizza. Aber wir kriegen hier auch 505 Gramm geboten. Das ist schon eine Menge. Ich habe die ja schon mal getestet, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ich verlinke es euch gern. Also für eine Tiefkühlpizza schmeckt die echt super. Ich habe bis jetzt jede Eisteesorte vom Capital Bra probiert, bis auf diese hier. Die ist auch vor kurzem erst neu rausgekommen. Meerfrucht mit Vanillegeschmack. Sehr außergewöhnlich. Kann ich mir geil vorstellen. Für 1,30 Euro im Angebot kann man da nicht meckern. Riechen tut's krass.
Also so wie es draufsteht, erst schmeckt man diesen Meerfruchtgeschmack raus und dann im Nachhinein kommt der Vanillegeschmack. Muss man mögen, ich mag es, dafür, dass ich das Ganze nicht kalt gestellt habe. Denn kalt gestellt schmeckt ein Eistee nochmal viel besser als warm. Ist der hier top. Kann man machen. Ich habe mir jetzt so einen dezenten Mixteller hier zusammengestellt. Den werde ich mir jetzt schön reinkloppen. An der Stelle würde ich sagen, es war ein sehr schmackhaftes Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr auf Ehrenbruder-Basis einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, bei mindestens 4000 Daumen nach oben auf dem Video hier, also wenn wir das Ganze erreichen, werde ich zu dem Poldi-Döner fahren und das Ganze live vor Ort für euch testen. Es liegt also in eurer Hand. Falls du jetzt neu bist und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es jetzt kostenlos, damit du keine der weiteren Videos verpasst. Ganz, ganz wichtig. Danke für euren Support. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.